Jeder kennt ihn, die eine Seite hasst ihn, die andere Seite liebt ihn. Buggy der Clown gehört mit zu den kontroversesten Charakteren von One Piece. Doch unabhängig davon, ob ihr den Charakter mögt oder nicht, was letztlich eine persönliche Frage ist, vertrete ich die Ansicht, dass Buggy eben nicht nur ein Joke-Charakter ist. Denn viele sagen, dass er sich Stück für Stück in der Hierarchie hochgekämpft hat, ist nichts weiteres als einfach nur ein random Joke. Und dass es deswegen auch oft keinen Sinn macht, dass Buggy da ist, wo er ist. Das wird auch Thema dieses Videos, da ich da ziemlich anderer Ansicht bin und der Meinung, dass Buggys Aufstieg eigentlich ziemlich brillant geschrieben ist. Denn es macht 100% Sinn innerhalb der Welt von One Piece. Fake it till you make it, keine Frage. Aber dennoch auf eine nachvollziehbare Art und Weise aus der Perspektive der Weltregierung und der Bevölkerung der weiten Welt in One Piece. Offensichtlich gibt es Spoilerwarnungen, aber die sind beschränkt auf den Anime. Ich werde also keine Manga-Spoiler droppen. Beginnen wir also mit dem Aufstieg von Buggy dem Clown an die Spitze als einer der vier Kaiser der Meere. Um nachzuvollziehen, wieso Buggys Aufstieg zur Spitze brillant geschrieben ist und dennoch als ein Joke-Charakter funktioniert, müssen wir von vorne in seinem Leben ansetzen. Wir wissen nicht, was er vorher getan hat, doch nachdem er mindestens 9 Jahre alt war, reiste er auf dem Schiff von Roger mit. Wir sprechen dabei nicht davon, dass er erst den Roger-Piraten beitrat, nachdem er der König der Piraten war und schon an der Spitze. Klar, Roger war schon eine große Nummer, doch Buggy war schon an Bord, während andere Piraten wie Whitebeard noch deutlich mehr im Zentrum der Öffentlichkeit standen. Nachdem die Roger-Piraten aufgelöst wurden und Buggy in East Blue seine eigene Bande gründete, prahlte er aber nicht damit herum, dass er Teil der Roger-Piraten war. Und die Weltregierung wusste schlicht und einfach nicht, dass er da Teil davon war. Klar, die großen Mitglieder der Roger-Piraten waren bekannt, aber ähnlich wie es auch bei Blackbeard war, dessen Name der Weltregierung nicht bekannt war, obwohl er Teil der Whitebeard-Piraten war, ist es auch bei Buggy gewesen. Er ist der Weltregierung einfach nie groß aufgefallen. Sprich, der Fakt, dass er Teil der Roger-Bande war, spielte zum Zeitpunkt, als er eingeführt wurde, noch keine Rolle in Bezug auf die Wahrnehmung der Weltbevölkerung von ihm. Aber dennoch hatte Buggy sich schon einen eigenen Namen gemacht im East Blue und gehörte dort zu den berühmtesten Piraten. Da aber der East Blue auch allgemein bekannt ist als das schwächste der vier Meere, war das zwar ganz nice für Buggy, aber aus der Sicht der Weltregierung, bei der Einschätzung, wie gefährlich er für die Weltregierung als Ganzes ist, gab es da keine großen Gründe, ihn als große Bedrohung wahrzunehmen. Selbst bei den Ereignissen auf Orange Town, also der Arc, in dem er eingeführt wird, hat er zwar eine ganze Stadt als Geisel genommen und raubt sie aus, aber auf das Große und Ganze bezogen, für die gesamte Welt war das nichts wirklich, was einen großen Impact hätte. Wobei ich ganz kurz einwerfen will. Diejenigen, die die Chapter-für-Chapter-Reihe anschauen, wissen schon, auch wenn die meisten Buggy als einfachen Joke-Charakter in Erinnerung haben, ist dieser Panel seine Einführung. Der Dude sieht verdammt angsteinflößend aus. Er sticht sogar Zorro ab und jagt einen seiner Crewmitglieder in die Luft und macht ihn kalt. Etwas, was im Anime zensiert werden musste. Einfach nur eine kleine Side-Erinnerung daran, dass gerade bei seiner Einführung Buggy ein absolut furchteinflößendes Monster war. Aber egal, gehen wir zurück zu der Frage, wie Buggy an der Spitze landete. Nach seiner Niederlage gegen Ruffy kriegt Ruffy selbst unter anderem aufgrund seines Sieges gegen Buggy ein Kopfgeld von 30 Millionen Berry. Was auch irgendwo nachvollziehbar klingt. Da kommt irgendein random Junge und klatscht Buggy weg. Einen, der im East Blue sich einen durchaus soliden Namen gemacht hat. Aber eben auch nicht mal die Spitze des East Blue. Er ist einfach einer von vielen, die Ruffy wegklatscht. Neben Buggy hat Ruffy eben auch Arlong und Don Krieg fertig gemacht. Was soll's, da ist halt dieser weirde Clown-Typ auch dabei. Sprich, auch da, er fällt der Weltregierung jetzt nicht explizit ganz spezifisch auf. Das nächste Mal, in dem Buggy in irgendeiner Form der Weltregierung unter Marine auffällt, ist, als er wieder auftaucht in Logue Town und auf dem Schafott, auf dem Roger hingerichtet wurde, Ruffy exekutieren will. Um dann anschließend ebenfalls mit Hilfe des aufkommenden Sturmes zu entkommen, als Smoker ihn jagt. Um dann Kurs zu nehmen in Richtung Grand Line. Und jetzt wird das Ganze etwas Fahrt aufnehmen. Denn auf Amazon Lily wird durch ein kleines Panel in einem Zeitungsartikel darüber berichtet, dass Buggy gefangen wurde und anschließend in Impel Down untergebracht worden ist. Und hier beginnt der große Wandel. Bisher war Buggy für die Weltregierung und die Marine zwar jemand, der immer wieder auffiel, aber nie in einem Grad, in dem er als besonders gefährlicher Pirat klassifiziert wurde. Im Vergleich zu anderen Heavy-Hittern in der Welt von One Piece. Bisher war er bestenfalls eine lästige Fliege gewesen, aber nichts, was
die Aufmerksamkeit von höherrangigen Marinemitgliedern oder der Weltregierung benötigt hätte. Entsprechend wurde Buggy auch nur im ersten Level von Impeldown gefangen gehalten. Wir als Leser wissen zwar, dass die treibende Kraft hinter dem Gefängnisausbruch in Impeldown Monkey D. Ruffy war. Und das weiß auch die Weltregierung. Doch dadurch, dass Buggy sich so gut in Szene gesetzt hat, als der bejubelte Befreier vieler Gefangener, wirkt es natürlich so, als ob Buggy da genauso wie Ruffy einer der großen Anführer des Ausbruchs ist. Und nicht falsch verstehen, das ist keine, ja, also da war Ruffy, Crocodile war ja auch am Start und ein Jinbei und Ivankov und auch Buggy war dabei. Nee, bei dem Telefonat mit dem Marine-Hauptquartier wird explizit gesagt, dass die vorliegenden Informationen der Marine darauf schließen lassen, dass Ruffy und Buggy die zwei Masterminds hinter dem Ausbruch sind. Nur zur Erinnerung, ein gewaltiger Massenausbruch aus dem sichersten Gefängnis der Welt. Dem Gefängnis, das direkt der Weltregierung unterliegt. Inklusive zig hochkalibriger Gefangener und teilweise von Gefangenen, deren Existenz aus allen historischen Aufzeichnungen gelöscht werden sollte. All das führt dazu, dass die Weltregierung einen anderen Blickwinkel zu Buggy entwickelt. Sie geben in dem Telefonat sogar zu, ihn vollkommen unterschätzt zu haben als irgendein random Piraten. Aber inzwischen haben sie auch herausgefunden, dass er Teil von Rogers Crew war. Genauso wie sie herausgefunden haben, dass er und Shanks eng befreundet waren. Was alles schon mal sein Ansehen deutlich steigert. Nur um dann etwas später als einer der zwei Masterminds, die den Ausbruch von Impeldown geplant und durchgeführt haben, mit einem riesigen Bang die Bühne zu betreten vor den Augen der Weltöffentlichkeit bei einer Live-Übertragung mitten in einem gewaltigen Krieg zwischen der Marine und Whitebeard. Denn sie fallen von einem Schiff aus dem Himmel. Im Schlepptau haben sie riesige Namen wie Crocodile, Jinbei und Ivankov, genauso wie zig gefährliche Gefangene aus Impeldown. Und als wäre all das nicht genug, als hätte die Marine nicht schon genug Name-Dropping in dieser Situation gesehen, unterhält sich Buggy plötzlich noch mit Whitebeard, der nicht nur mit Buggy labert, als würde er über das Wetter reden. Nee, Whitebeard erkennt Buggy wieder aus den alten Zeiten auf Rogers Schiff. Und das, nachdem etwas noch Wichtigeres passiert ist. Whitebeard spricht Buggy mit Red Nose an, woraufhin Buggy natürlich austickt und ihn anfährt. Ja, klar, keine Frage, im nächsten Moment realisiert er, dass es Whitebeard ist, den er so anschreit. Und bereut das ziemlich schnell. Aber diese Reue ist etwas, was Buggy sich selbst denkt und nicht ausspricht. Anders ausgedrückt, für alle, die das sehen, wirkt es so, als hätte Buggy direkt mit Whitebeard den Konflikt gesucht, was halt ein riesen Boss-Move ist. Und Whitebeard erkennt sogar an, dass Buggy eine recht solide Gefolgschaft hat, während Buggy versucht, sein Gesicht zu wahren, indem er Whitebeard noch weiter anfährt. Und wichtig ist hier, dass er zu Whitebeard etwas sagt im Sinne von, ja, ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Und dadurch nochmal bekräftigt, dass er nicht nur mit Roger und Shanks einer Vergangenheit hat, sondern sogar mit Whitebeard seine Konflikte hatten. Wenn man es natürlich genau nimmt, war er ein kleiner No-Name für Whitebeard bei seinen Begegnungen mit Roger. Aber technisch gesehen hat Buggy natürlich nicht Unrecht und nutzt auch aus, dass Whitebeard ihn wiedererkannt hat. Und ganz pragmatisch, wie Whitebeard eben ist, denkt er sich, wenn der Dude schon da ist mit so vielen Leuten, streichle ich eben sein Ego und hab noch etwas mehr Leute an unserer Seite, die der Marine Schwierigkeiten bereiten. Um dann als Whitebeard Buggy vorzuschlagen, mit ihm doch zusammenzuarbeiten. Für Whitebeard ist das natürlich nur eine Möglichkeit, eine lästige Fliege einfach nur für die Marine lästig zu machen. Für alle, die das sehen aber, ist es Whitebeard, der einem Buggy vorschlägt, eine temporäre Allianz zu bilden auf Augenhöhe. Aber nichts von all dem würde in Sachen Schaden, den Buggy der Weltregierung anfügt und was ihn so sehr in der Weltöffentlichkeit berühmt werden lässt, nahe kommen, wie die wichtigste Aktion von ihm während der Marineford Arc. Eine Aktion, von der Leute oft vergessen, dass Buggy genauso verantwortlich ist wie Whitebeard für den Ausbruch des zweiten Piratenzeitalters, das Whitebeard auslöst, als er der Welt sagt, dass das One Piece real ist. Denn die Exekution von Ace sollte übertragen werden, um die Macht der Marine zu präsentieren. Das Ziel und die Strategie war es, wenn die Whitebeard-Piraten angreifen, an einem gewissen Punkt die Verbindung zu cutten und somit die Leute nicht mehr live verfolgen können, was auf Marineford gerade passiert. Und erst dann wieder einzuschalten, wenn die Marine gewonnen hat, um sich dann als Sieger zu präsentieren. Und die eigenen Verluste unter den Teppich zu kehren. Die vollkommene Propaganda, die vollkommene Informationskontrolle, die vollkommene Manipulation.
Whitebeards letzte Worte, dass das One Piece real ist, würden untergehen und die breite Öffentlichkeit würde es niemals erfahren. Doch der Plan ging nicht auf, die Übertragung brach nicht völlig ab. Eine einzige Denden-Muschi lief weiter und ohne Unterbruch. Eine, die Buggy in die Hände gekriegt hatte und durch die die Weltbevölkerung weiter zuschauen könnte, was die Marine zunehmend in Panik verfallen ließ. Ihr ganzer Plan, ihre ganze Strategie, ihre ganze Propaganda bekam Risse, weil Buggy das Ganze weiter ausstrahlte. Und dabei das Ganze auch noch gleich umdrehte und die Propaganda der Marine und Weltregierung zu seiner eigenen Propaganda machte, indem er die Infos, die nur die Marine zu diesem Zeitpunkt wusste, der Weltöffentlichkeit zumachte, dass er Teil der Roger-Piraten war. Er, als Buggy der Clown, auf den alle verfügbaren Bildschirme und Reporter schauten und derjenige, auf den die ganze Welt geschaut hat, inmitten eines monumentalen Krieges, von dem alle wussten, dass deren Ausgang die Zukunft der Welt entscheiden würde. Und ja, die Übertragung wurde kurzzeitig von Aokiji gestoppt. Doch wenige Zeit später war die Übertragung wieder da, mit Buggy, der sich wieder zurückmeldete. Und wieder einmal waren die Augen der Welt und aller Reporter auf Buggy gerichtet, in dem wohl größten Weltereignis seit Rogers Hinrichtung. Und als wäre all das nicht genug, kommt es dann dazu, dass als Shanks auf Marineford auftaucht, sich ganz casual mit Buggy unterhält, während Buggy ihn am Kragen packt und vor allen anbrüllt, weil Shanks ihm irgendeine erfundene Story von einer Schatzkarte aufgetischt hat, damit Buggy Ruffys Strohhut zu ihm bringt. Einfach mal, um zusammenzufassen, was Buggy getan hat, und versucht dabei, das Ganze nicht als One Piece Leser zu beurteilen, sondern aus der Sicht der Marine, der Weltregierung und der breiten Bevölkerung. Buggy und Ruffy sind die Strippenzieher von Prison Break mit hochgefährlichen Gefangenen vom absoluten Hochsicherheitsgefängnis der Weltregierung. Danach haben sie einen Banger-Auftritt in dem wichtigsten Ereignis seit Rogers Exekution. Einem Ereignis, auf das die ganze Welt blickt. Danach spricht er auf Augenhöhe gleich mit zwei Kaisern der Meere und entpuppt sich als Mitglied von Rogers Crew. Und anschließend lässt er die Informationskontrolle der Weltregierung mal casual eben kollabieren. So sehr, dass Whitebeards Worte, dass das One Piece existiert, vollkommen gegen den Willen der Weltregierung in die ganze Welt hinausgeschrien werden und dadurch eine neue Ära der Piraterie ausbricht. Die Ereignisse nach dem Timeskip und die Welt generell hätten sich vollkommen anders entwickelt, hätte Buggy da nicht diese Live-Übertragung gemacht. Buggy und seine Handlungen, so sehr sie auch für uns nur ein Joke sind aus der Perspektive der Weltregierung basically das One Piece-Äquivalent zu der Explosion von Tschernobyl. Er taucht auf mit einem gewaltigen Knall und fügt den Plänen und dem Image der Weltregierung verheerende Schäden zu. Ähnlich wie bei der Sowjetunion, die auch versucht hat, nach Tschernobyl das Ganze unten zu... Ich schaue gerade Tschernobyl mit meiner Verlobten da. Hat der Vergleich gut gepasst. Jedenfalls, es verwundert also nicht, dass die Marine entschied, einen augenscheinlich so unfassbar gefährlichen Piraten auf die eigene Seite zu holen und ihm die Position als einen der sieben Samurai anzubieten. Buggy nahm natürlich an und gründete in der Zeit des Timeskips den Buggy Delivery Service, indem er Dienste seiner Untergebenen als eine Art Söldner anbot. Er hatte sogar eine Zeit lang mit Hirudin und seinen Leuten zeitweise Riesen in seinem Katalog. Und als Doflamingo von Ruffy downgenommen wird, steigt Buggys Einfluss noch mehr an, dadurch Doflamingo der größte Untergrundbroker der Welt downgegangen ist und Buggys Dienste einen drastischen Schub an Nachfrage hatten. Als dann die sieben Samurai aufgelöst werden, gerät Buggy in die Cross Guild mit Crocodile und Falknauge. Obwohl das nicht seine Absicht war, wird er in den Werbepostern promoted als der Anführer der Cross Guild mit Sir Crocodile und Mihawk Falkenauge, die sich augenscheinlich ihm untergeordnet haben. Und vergesst hier nicht, reine Kampfkraft ist nicht alles, was einen Yonko ausmacht. Genauso ist es wichtig, dass ein Kaiser Einfluss hat. Und die hat Buggy von außen betrachtet. Aus der Sicht der Weltregierung hat sich ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten, guter Freund von Shanks, der Kopf an Kopf ging mit Whitebeard und die Informationskontrolle der Weltregierung torpediert hat, nachdem er der Strippenzieher des größten Ausbruchs aus Impel Down in seiner Geschichte war, um dann ein Untergrundbaron zu werden, plötzlich zwei der gefährlichsten Männer
Männer der Welt unter seine Kontrolle und geht dabei so weit, dass er angefangen hat, Kopfgelder auf Marinemitglieder anzusetzen. Für die Menschen, die in der Welt von One Piece leben und nicht das Wissen von uns Lesern haben, macht es absolut Sinn, dass Buggy eine vollkommene Horrorgestalt ist. Ein finsterer Clown, der Angst und Schrecken in der Welt verbreitet und unvorstellbaren Einfluss hat. Ein Mann, den die Welt fürchtet. Jemand, der jeden berechtigten Grund hat, ein Kaiser der Meere zu sein. Und das ist die grundlegende Kernessenz von Buggy. Das, was Buggy zu einem so unfassbar genialen Charakter macht. Buggy ist oberflächlich betrachtet ein Joke-Character. Jemand, der einfach nur failt und es irgendwie nach oben schafft. Aber was Buggy zu einem meiner absoluten Top-Characters macht, ist nicht, dass Buggy einfach nur witzig ist. Es ist die absolute Genialität, einen Gag-Character zu nehmen, die Jokes, um ihn konsistent zu halten, den Running Gag um Buggy, der wieder und wieder durch Glück und sein Improvisationsgeschick immer oben landet zu haben und trotzdem dabei nachvollziehbar und in der Welt logisch Stück für Stück nach oben kommt. Buggy ist nicht zu einem Yonko geworden, weil Oda aus einem Joke heraus meinte, ja passt, machen wir diesen witzigen Charakter mal zu einem der vier Kaiser der Meere. Joke, Joke, hahaha. Sein Weg dahin ist vollkommen schlüssig und bleibt konsistent mit den Regeln der Welt. Die Warnung von ihm durch die Weltregierung, die Marine und die breite Öffentlichkeit ist eine komplett andere als die, die wir als Leser haben. Als kleiner Sidefact, wenn ihr mal einen Deep Dive in Buggys Einführung wollt, meine Verlobte und ich sind gerade in unserer Kapitel-für-Kapitel-Analyse mit Kapitel 11 mitten in der Orange Town Arc, in der Buggy das erste Mal eingeführt wird. Aber alles in allem denke ich, kann man sagen, dass Buggy der Clown trotz seines Statuses als laufender Running Gag ironischerweise eines der bestgeschriebenen Charaktere von One Piece ist. Und auch einer der Charaktere, dessen Entwicklung vom geschickten Worldbuilding in One Piece massiv profitiert, weil die Welt eben aus mehr besteht als das, was wir als Leser direkt in diesem Moment vor unseren Augen haben. Denn auch Buggy und sein Werdegang entwickeln sich ständig weiter, selbst wenn wir nicht gerade den Blick auf ihn gerichtet haben. Und seine Wechselwirkungen mit der Welt sind eines meiner am meisten geliebten Aspekte in One Piece. Vor allem, da es besonders wichtig ist, dass Buggy gut geschrieben ist. Denn es wäre halt auch irgendwo eine Enttäuschung, wenn der Protagonist einer so langen Reihe schlecht geschrieben wäre. Denn er ist der Mann, der eines Tages König der Piraten wird. Buggy D. Clown. Und das war's dann aber soweit mit dem Video. Abonniert rein für mehr One Piece Content und bla 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 bla. Und schaut doch bei meiner Verlobten vorbei, die unten verlinkt ist. Sia und die Kammer der Bücher, in dem sie sich aktuell mit House of the Dragon und Game of Thrones beschäftigt und auch andere Fantasy-Franchises angehen will in Zukunft. Und wenn ihr mehr One Piece Content wollt, schaut euch das Video an zu den Schwertern in One Piece, wieso die Weltregierung nicht nach dem One Piece sucht, ob Haki von Anfang an geplant war, ein Video zu 12 Easter Eggs in One Piece, der Erklärung der One Piece Weltkarte oder auch einem Video, in dem ich die Revolutionäre oder die Weltregierung erkläre. Right, ein Video, in dem ich auf Foreshadowing eingehe, das bereits in Little Garden gemacht wurde, zum Ende von One Piece bzw. zum großen letzten Krieg. Aber auch sehr gerne die Videos zu den historischen Vorbildern von Goldie, Roger und Shanks. Ich bin auch komplett durch in diesem Sinne. Jo, danke fürs Zuschauen und so. Cheers. Bye. 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 Bye.